Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bayern eröffnet umstrittenes Landesamt für Asyl und Rückführungen. Standort ist Manching in Oberbayern. Ziel der neuen Behörde ist unter anderem, abgelehnte Asylbewerber schneller abschieben zu können. Flüchtlingsorganisationen haben zu Demonstrationen aufgerufen. Tunesische Justiz entscheidet über Sami A. Möglicherweise wird Anklage wegen Terrorverdachts gegen den aus Deutschland abgeschobenen Islamisten erhoben. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte die Abschiebung als rechtswidrig bezeichnet und gefordert, ihn spätestens bis kommenden Dienstag zurückzuholen. USA erfüllen Frist zur Zusammenführung von getrennten Migrantenfamilien nicht. Medienberichten zufolge befinden sich weiterhin mehr als 700 Kinder illegaler Einwanderer in Gewahrsam. Mit Demonstrationen haben Kritiker auf die Nichteinhaltung der gerichtlich festgelegten Frist bis gestern aufmerksam gemacht. Vereinten Nationen droht akute Geldknappheit. Das habe Generalsekretär Guterres den Mitgliedstaaten in einem Brief mitgeteilt, sagte ein UN-Sprecher. Er fordert die Länder auf, ausstehende Beitragszahlungen zu begleichen. Das Geld sei nie zuvor so früh in einem Jahr knapp geworden. Proteste gegen Justizreform in Polen. Ein neues Gesetz ermöglicht der Regierung, künftig den Vorsitzenden des Verfassungsgerichts zu bestimmen. Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr. Aufgrund der Justizreform hat die EU-Kommission bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Das Wetter meist sonnig und trocken, im Osten sowie im östlichen Bergland dichtere Quellwolken mit einzelnen kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 26 bis 37 Grad.